Ralf, geh auf die Bühne bitten, die sind nämlich jetzt eingetroffen. Und das sind, ja, hier kommen sie schon. Also einmal bitte hier und einmal hier. Ja, das, ich habe nämlich eben vor ungefähr 3 Minuten erfahren, dass ich euch interviewen soll. Und jetzt Hallo. Bin ich natürlich. Ja. Gut, also fangen wir mal. Dominik Guzman, das sind Sie. Richtig. Darf ich du sagen? Ich bitte darum. Danke. Also Dominik und Max, darf ich auch hier du sagen? Also da hätten wir, ich bin Karin. Aber übrigens, ich hab mich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name ist Karin. Karin Medela, BOK-Künstlerin und Interviewerin. Gut. Und das Thema, über das wir jetzt sprechen werden, heißt über das Kunststudieren an der HFG Offenbach am Main. Und dafür bin ich natürlich prädestiniert zu fragen, denn ich habe auch an der HFG studiert. Und jetzt möchte ich natürlich als erstes wissen, gibt es immer noch ein Erstsemesterfest? Bei uns gab es das noch, das wurde danach so ein bisschen runtergezogen. Genau, danach unsere Erstsemester. Nicht mehr. Was habt ihr da gemacht? Wir sind zu viel, glaube ich. Naja, wir haben da die ganze Schule umdekoriert und dann ist halt irgendwie, war es halt irgendwie keiner, der das wieder wegmachen wollte. Also sowas, ich bin es. Aber naja, gut. Sicher, so ändern sich die Zeiten. Ja, okay. Würdet ihr mal jetzt ganz kurz, aber wirklich ganz kurz mal vorstellen, was ihr da eigentlich studiert? Genau, also Film oder Foto. Ich studiere Zeichnung und insbesondere Druckgrafik, also sprich Radierung, Siebdruck, alles, was dazu gehört. Schön, das war zu meiner Zeit schon. Das gibt es immer noch oder schon wieder? Vielleicht tatsächlich also ein bisschen schon wieder. Also das kommt vielleicht auch alle paar Jahre wieder so als Trend, aber gerade ist es doch wieder vermehrt anzutreffen, so diese generell die analogen Künste. Das freut mich zu hören. Ja. Und Max? Ich habe mit Illustration und Foto angefangen, wurde dann von meiner Professorin, ich sage gezwungen, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und Malerei zu machen. Also sie hat mich dazu gedrängt, sonst hätte ich nie einen Pinsel in die Hand genommen und mache mittlerweile jetzt eine Malerei. Und fühlst du dich wohl damit, mit der Malerei, nachdem du dazu gedrängt wurdest? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also sie hat was in dir erkannt. Sie hat was anscheinend irgendwas gesehen. Das ist toll, dass sie daran tatsächlich noch was sehen. Ah ja? Okay. Und wie lange seid ihr jetzt da? Schon lange 10 Semester. Okay, 10 Semester? Ja, no. Okay. Und nee, wir haben zusammen angefangen. Ja. Habt ihr jetzt an der. Also das Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die dazu machen. Aber hier. Pass auf! Ich pack Trigonin aus. Kenne ich aber nichts. Okay, gut. Also, 10. Semester weiter jetzt. Für da eure. Ja, wie würdet ihr denn jetzt das Kunststudieren an der HFG generell. Ja, beschreiben ist ein blödes Wort, aber wie würdet ihr es denn beschreiben? Ist es frei? Ist es reglementiert? Du hast ja jetzt gesagt, deine Professorin hat dich gezwungen, Malerei zu studieren. Das hört sich ja jetzt nicht so locker an, ja? Also, es ist jetzt halt mittlerweile leider auch rausgeflogen. Aber ist die Brille los, ne? Die guten Leute schmeißen. Ja, weil sie anscheinend nicht das unterrichten würde, für was sie eingekauft wurde, deswegen wird ihr Vertrag nicht verlängert. Ja, und jetzt ist halt irgendwie an der HFG immer, das heißt, weniger Fächer mit freien künstlerischen Sachen, aber es ist mehr in die Richtung, das ist halt angewandter und auch Grafikdesign oder sowas. Der alte Kampf geht wieder los. Aber prinzipiell studiert man ja auch erstmal nicht Kunst, sondern visuelle Kommunikation, wie sich so schwammig nennt. Aber das ist halt wirklich eher so ein Überbegriff halt für viele Sachen. Da fallen dann halt auch so Sachen wie Malerei und Bildhauerarbeit runter, aber eben halt auch immer stärker natürlich. Angewandt. Naja, es war ja immer von der HFG, dass es angewandt und frei. Genau, das ist ja erstmal nicht verkehrt. Das war auch der Reiz an der HFG, dass man erstens was lernt, wenn man
auch so, ist es noch so offen mit den Fachbereichen, also jetzt innerhalb der visuellen Kommunikation, dass man sagen kann, okay, mach mal einen Film, geht das? Oder? Das geht schon. Ja. Ja, ja. Mhm. Fühlt ihr euch da gut aufgehoben? Habt ihr wirklich was gelernt? Wir sehen im Semester näher das ja, man lernt ja auch fürs Leben. Ja. Ja, und was, wenn ihr da jetzt irgendwann mal aufhört, weil irgendwann ist es ja vorbei, was glaubt ihr denn, was ihr da mitnehmt? Ihr habt ja jetzt gesagt, ihr habt fürs Leben gelernt. Ihr lernt fürs Leben oder ihr lernt über das Leben. Also ich habe über das Leben viel gelernt. Achso, ja. Was nehmt ihr von der AfG mit für eure künstlerische Zukunft? Es gibt jetzt, sagen wir mal, der AfG eine Menge Möglichkeiten an vom Equipment bis Räumen bis irgendwas Möglichkeiten, irgendwelche Dinge zu machen. Aber schlussendlich für mich persönlich ist es jetzt nicht so unbedingt, dass jetzt so viel. Was ich jetzt speziell auf die Hochschule schieben würde, was ich mitnehme. Also es ist für dich ein Experimentierfeld, wir haben immer gesagt, das ist der größte Spielplatz. Ne? Wir können machen, was wir wollen und das ist noch da. Also so ein bisschen diese Freiheit, die ich von früher kenne, das ist noch da. Habt ihr eigentlich diese Bachelor-Studiengänge bei euch schon? Nein, ist tatsächlich immer noch Diplom, wofür man auch sehr dankbar sein muss. Allerdings, ich habe da auch was zu euch von anderen Hochschulen. Ja, unsere Hochschule ist halt einfach Ich habe mich schon sehr gemeint, dass man die schon wieder kann. Und ab einem gewissen Punkt, also muss ich schon sagen, dass man da ist man ja teilweise aus so pragmatischen Gründen das eingeschrieben, dass wirklich Räume, Arbeitsmöglichkeiten und so weiter, aber man hält sich dann trotzdem immer weniger Leute auf und man hat im Prinzip das dann erst mal dann später gemacht. Wir haben jetzt eine Mensa. Essensmarkt gibt es leider nicht mehr. Aber war ich das nicht? Na, ganz nett. Okay, und jetzt dürft ihr mal loslassen vom Lederzähl. Was fehlt euch da? Was würdet ihr jetzt tatsächlich kritisieren? Jetzt dürft ihr mal sagen, okay, uns fehlt jetzt, also ich finde nach 10 Monaten, oder 10 Semestern, 10 Monaten, nach 10 Semestern weiß man, was fehlt. Was will ich haben? Meine Professorin ist weg. Ja. Also jemanden, weil diese Stelle halt auch nicht in der Form wieder ausgefüllt wird. Brauchen wir die nicht mehr ausgefüllt? Haben die kein Geld, kein Interesse? Oder wollen die sich nicht noch so eine haben? Kein Interesse? Freie Illustration war das. Die hat ja auch Trickfilm gemacht. Genau, die hat im Prinzip alles gemacht, was halt mit Zeit zu tun hat, aber halt auf eine sehr freie und experimentelle und spielfeldartige Weise. Und das hat dann tatsächlich eine Lücke gerissen, die nicht wieder ausgefüllt wurde. Glaubt ihr, dass das politisch jetzt bedingt ist? Weil ich meine, es ist jetzt, die wollen sowas nicht mehr, die wollen das Freie wieder abbauen? Ach, weiß ich nicht, ob man da allgemein von sprechen kann, dass das Freie irgendwie abgebaut werden soll. Ich meine, ich habe auch wieder jetzt eine neue Malerei-Professur, die irgendwie da angekündigt wurde und groß am Start ist und sowas. Und Druckgrafik gibt es da wieder ziemlich stark reichlich, und man da wirklich von Sprenger, das ist frei abgebaut, aber auf jeden Fall so die Art und Weise, wo die Hochschule sich hinentwickelt, so vom Auftreten und vom Statement her, wie es sich nach außen entgibt, das passt halt verdammt, glaube ich, ja. Man heißt auch, glaube ich, die Stelle ist nicht als diese Stelle mit ausgestimmt worden, sondern die elektronischen Medien, genau. Irgendwas und was Professor bekommen. Ja. Das heißt, irgendwie, sagen wir mal, der Fokus irgendwie eher darauf liegt, dass mehr in Electronic, Intermedial, was auch immer. Die neuen Medien, die es seit 30 Jahren gibt. Genau, die habe ich mir so ein Ja, okay. Ja.
Also als ich studiert habe, was sage ich jetzt, ich meine, ich war ja hochschulpolitisch, wenn man das so, ja doch, sehr aktiv, also deswegen habe ich auch so lange studiert. Und wir hatten eine Zeit, da wollte jemand tatsächlich diesen ganzen freien Bereich abschaffen. Deswegen interessiert mich das jetzt. Und ein Mitkommilitone und ich, wir haben über Konvent und Studentenparlament das verhindert. Wir haben die Wahl zum Rektor von diesem Mann verhindert und er hat es mir nie verziehen. Er redet bis heute nicht mehr. Aber nun ja. Wer war das? Topographie-Professor. Also er war sehr angewandt. Ich meine, ist auch ein toller Professor gewesen. Aber doch? Tatsache ist, man kann durchaus manchmal was machen und das war halt, deswegen interessiert mich gerade diese Richtung jetzt besonders, weil ich auch gehört habe von der Belofte, dass man die deswegen geschafft hat. Gut, und jetzt Dr. Meyer, habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt, ich würde jetzt gern noch 2 Stunden mit euch reden. Ich meine, die Leute, die würden auch zuhören. Aber wir müssen leider ein bisschen zum Ende kommen, daher auch. Ja, aber haben einen Fragesteller. Eine Fragesteller? Nein. Nicht? Bitte, eine. Oder darf er? Ja. Ich bin ja hier nicht. Ja. Bitte. Was werdet ihr machen, wenn ihr mir noch eine Schule fragt? Diese Frage stellen unsere Eltern auch die ganze Zeit. Ich habe einen Durchgeburt. Der ist durchgeburtet. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, den werde ich auch in die Wollen sehen müssen. Durchwurschteln vom Kuhl. Gut, das ist das Schlusswort. Von der HFG zum Durchwurschteln. Präsentiert von 3 Experten.